Hallo Mädels, ja, wundert euch nicht, dass ich genau gleich aussehe wie in dem Video von meinem Schminkkörbchen. Das hat nämlich einen Grund, weil nämlich ein paar Stunden nachdem ich das Video hier gedreht hatte, das Schminkkörbchen-Video, hat der Postbote geklingelt und hat mir die Love Beauty Box gebracht. Ja, und zwar ist das eine neue Kosmetikbox, und zwar ist die von der lieben Karina. Und die liebe Karina hat auch einen YouTube-Kanal. Ich verlinke euch den mal unten in der Infobox. Und zwar hat sie eine Beauty-Box ins Leben gerufen. Und zwar gibt es da Kosmetik, die vegan ist und tierversuchsfrei, was ich total cool finde. Und ja, und das habe ich gesehen, diese Box habe ich gesehen bei erstens bei der Erdbeerliesel und dann bei der Nina Kuchera. Die haben die Box eben vorgestellt und vor der Kamera ausgepackt und da waren ziemlich gute Produkte drin. So, und dann habe ich mir gedacht, ich probiere die jetzt auch mal aus und tue die immer abonnieren. So, das ist jetzt meine erste Box quasi für Februar und die nächste kommt dann im März. Genau, die kostet 20 Euro im Monat und kommt eben jeden Monat daher. Und man kann sie jederzeit kündigen, das ist gar kein Problem. Und ich setze euch den Link von dieser Box und auch der Karina ihr YouTube-Channel alles in die Infobox, da könnt ihr mal draufklicken, euch die Homepage angucken und vielleicht ist es ja auch was für euch. Und ja, ich bin jetzt schon total gespannt, was da drin ist. Ich weiß nämlich noch überhaupt nicht, was da drin ist. Ich habe mir noch kein Video dazu angeguckt. Ich wollte mich nämlich überraschen lassen. So. Und ja, jetzt werde ich diese Box mal öffnen und bin sehr gespannt, was drin ist. Das ist wie Geschenke auspacken an Weihnachten. Und ja, ist meine erste Beauty-Box quasi. Und ja, ich hatte mal die Pink-Box, aber da habe ich noch keine Videos gedreht. Die hatte ich auch nur einmal und dann habe ich die wieder, nee, zweimal glaube ich. Und dann hatte ich die wieder. Oh Gott, wieder entabonniert, mein Gott. Ah ja, hier habe ich noch so einen Zettel drin und zwar: Liebe Nadine, ich hoffe, dir hat die Februarbox gut gefallen. Kennen deine Freundinnen schon die Lovely Beauty Box? Ja, die Love Beauty Box. Mit folgendem Gutscheincode bekommt deine Freundin 10% Rabatt auf ihre erste Box und du bekommst für jede bestätigte Bestellung 10% für die Box im März. Aber das ist ja cool. Kann ich die einer Freundin oder einer Bekannten geben? Das finde ich geil. Boah. Warte mal, der Zettel. Hier ist der Zettel, wo die Produkte drin sind. Boah. Muss ich erstmal dieses Osternest hier rausmachen. Boah. Oh Gott, da ist ziemlich viel von dem Zeug drin. Naja, gut. Dann greife ich mal rein. Und zwar, okay, Hydrophil. Das ist eine Zahnbürste oder was? Bürsten. Das ist eine Zahnbürste. Das ist ja cool. Ja, cool. Wie geil. Das ist eine nachhaltige Zahnbürste aus Bambus. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das ist ja cool. Guckt euch das an. Mit blauen Borsten und einem blauen Stiel. Und hier steht auch nochmal Hydrophil. Das ist ja cool. Cool. Und die ist auch ganz weich. Das ist ja Wahnsinn. Das finde ich genial. Super. Gucken wir mal. Ach nee. Warte mal. Guck. Moment. Hydrophil Zahnbürste. Originalgröße 3,90 € kostet die. Die nachhaltige Zahnbürste von Hydrophil wurde wasserneutral, vegan und aus dem nachhaltigen Rohstoff Bambus mit BPA-freien Borsten hergestellt und produziert. Das Tolle an der Zahnbürste ist, dass sie im Gegensatz zu anderen Zahnbürsten 100% biologisch abbaubar ist. Das ist ja genial.
Das finde ich cool. Super. Cool. So. Dann, oh, was ist das denn? Oh. Ein Salt of Earth Pure Hero Lavendel und Vanilla. Ah, ein Deo. Das sieht so aus. Oh ja. Das riecht richtig toll nach Lavendel. Oh. Das ist so ein Deo. Das ist bestimmt ohne Aluminiumsalz. For Women. Ich gucke gerade mal. Long Lasting, Fresh Fragrance, 100% natürlich, vegan, no white marks, Aloe Vera, okay, kein Alkohol, keine Parabene, ah, kein Aluminium, ah ja. Also das ist ohne Aluminium, das sieht so aus, Salt of Earth, Lavendel und Vanille, okay, Crystal Spring, Deodorant Pure, Aura, Originalgröße 8,50 €. Puh, okay. Das Pure Aura Deodorant ist das erste duftende Deo von Crystal Spring. Crystal Spring ist schon seit längerer Zeit bekannt für seine natürlichen Deos. Das Pure Aura ist selbstverständlich wieder aus 100% natürlichen Zutaten ohne Aluminium hergestellt. Startet mit dem Duft aus Vanille und Lavendel frisch in den Tag. Also deshalb werde ich auf jeden Fall testen. Das klingt richtig gut. Und die Verpackung ist ja mal mega niedlich. Das finde ich gut. So, dann greifen wir mal rein. Was ist da noch? Oh, okay. Von Ritex ein Bio-Gleitgel. Okay. Okay, Bio-Gleitgel. Aha, damit es flutscht, wa? Okay. Made in Germany. Wollen wir das doch mal aus der Verpackung lösen. Oh, dann machen wir es mit Gewalt. So. Okay, mal sehen, wie die Tube aussieht. Okay, so sieht die Tube aus. Da sind 50 Milliliter drin. Okay. Ein Gleitgel, okay. Ein Ritex Bio Gleitgel. 5,95 €. Ist eine Originalgröße. Passend zum Valentinstag habe ich euch das Ritex Bio Gleitgel eingepackt. Es ist pflegend für zarte Haut und natürlich 100% vegan und tierversuchsfrei. Es ist frei von Duft- und Farbstoffen, PEG, Parabenen und anderen Konservierungsstoffen. Ritex Bio Gleitgel wird aus natürlichen Rohstoffen, die auch in der Naturkosmetik verwendet werden, in Deutschland hergestellt. Es ist kondomverträglich. Weitere Informationen findet ihr unter www.ritex.de. Ja, doch, wenn man das braucht. Okay, cool. Ein Bio-Gleitgel. Na dann. Dann flutscht es. Ne? Okay. Das letzte Produkt. Was ist das denn? Face. Ah, das ist ein Eyeshadow. Okay. Ein Lily Lolo. Das sieht so aus. Ah, toll. Muss ich schon mal aufkrabbeln. Na komm. Bin ich jetzt gespannt. Oh ja, das sieht so aus. Swatch das mal. Ja, hat eine schöne Farbabgabe, sehr zart, aber doch nicht schlecht. So ein schönes Braun ist das. Das ist Take the Biscuit Eyeshadow. Ein gepresster Eyeshadow, wow. Cool. Oh, der ist aber teuer. Lily Lolo, Lidschatten Take the Biscuit, Originalgröße 9,79 €. Wow. Der gepresste Lidschatten von Lily Lolo ist stark pigmentiert. Er ist reich an Jojobaöl, welches sanft zu deiner Haut ist. Take the Biscuit ist ein perfekter Alltagston, den man aber zu jedem anderen Anlass gut kombiniert werden kann. Weitere Informationen findet ihr unter www.lilylolo.co.uk. Ah ja. Cool. Das finde ich nicht schlecht. Ja, ist doch eine echt coole Box mit richtig tollen Produkten drin. Und ich glaube, der Wert von 20 € übersteigt es sogar, ja. Genau, der Wert übersteigt es. Richtig, richtig cool. Also, ist eine richtig tolle Box, muss ich sagen. Und ich bin schon richtig gespannt auf die März-Box.
Also, ich bin richtig zufrieden mit diesen Sachen. Okay, gut, das Gleitgel. Habe ich jetzt im Moment keine Verwendung dafür, aber ja, es ist, denke ich mal, eine Weile haltbar. Ja, gut, 2017, ja, vielleicht kann man das dann noch verwenden. Das Deo ohne Aluminiumsalze finde ich sehr gut. Das werde ich auf jeden Fall testen, weil für zwischendurch sprühe ich doch gerne mal ein aluminiumfreies Deo auf. Gut, jetzt die Zahnbürste ist ganz witzig, aber ich bin eher der elektrische Putzer. Wahrscheinlich werde ich die verschenken. Der Lidschatten ist auch ziemlich gut, sehr gut für den Alltag. Ist so ein bisschen, ist ganz samtig. Und ja, freue ich mich, dass da was Dekoratives dabei ist. Finde ich richtig, richtig gut. Ja, das war's in meinem Unboxing-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr interessiert euch jetzt vielleicht auch für die Love Beauty Box, weil ich finde es echt cool, weil dafür muss kein Tier sein Leben lassen oder leiden oder sonst irgendwie was, sondern es ist einfach ja, natürlich und ja, ich freue mich auf die Box, über die Box und dann hoffe ich, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Genau, dann verabschiede ich mich und sage ciao.